Servus, Grüezi und hallo, liebe Freunde. Das hier ist eine waschechte Weltpremiere, denn wir waren tatsächlich noch nie zu viert auf der Couch. Stimmt das? Es wurde aber auch dringend Zeit. Ja, absolut. Ihr sitzt auch so ein bisschen wie die Hühner auf der Stange. Es ist ganz niedlich anzusehen. Ja. Und wer sitzt mal wieder auf dem Idiotenplatz in der Mitte? Hi! Hi! Ja. Also ich sitze hier zu Recht auf dem Chefsessel, muss ich sagen, denn ich leite die ganze Veranstaltung heute so ein bisschen. Wer das Video von dem 1.1. noch kennt, sowas ähnliches haben wir heute vor. Wir wollen einen kleinen Ausblick verschaffen auf die zweite Jahreshälfte, denn das Jahr ist schon wieder halb rum. Wir haben Mitte Juli. Ist das nicht abgefahren, wie schnell das jetzt wieder ging? Ja, aber es fühlt sich auch so an, als müsste man jetzt quasi mal quasi einen Schlussstrich ziehen und mal über die zweite Hälfte reden. So zwischen E3 und Gamescom, so im Sommer, das ist jetzt genau der Moment, wo wir uns denken, ey, wir gucken doch einfach mal, was kommt noch in den nächsten Monaten, worauf freuen wir uns und labern ein bisschen. Und wir haben eine kleine Liste zusammengestellt. Ja, jeder von uns hat sich 3 Spiele ausgesucht, über die er gerne sprechen möchte. Insgesamt ergibt das natürlich bei 4 Menschen 12 Spiele, die wir jetzt versuchen abzuhandeln, möglichst gründlich und fair. Mhm. Und wer möchte denn anfangen? Naja, also du. Vorausschickend wollte ich mal sagen, wir haben auch darauf geachtet, dass wir nicht quasi immer dieselben Spiele nennen. Deswegen haben wir jetzt wirklich mal 12 unterschiedliche Titel. Von jedem kamen, wie gesagt, 3. Und wir werden mal gucken, ob wir uns auf jeden Titel einigen können, was ich nicht so glaube. Ich kann es mir nicht. Gemetzel. Naja. Meinungsgemetzel. Was heißt Gemetzel? Ihr habt halt oftmals einfach Unrecht. Und das wird bestimmt auch wieder dieses Video zeigen. Ey, dann fang du doch einfach an, oder? Ja, soll ich anfangen? Ja, fangen Sie bitte an. Ich fange damit an, womit wir das letzte Video nämlich auch schon angefangen haben. Ein Spiel, das einfach niemals von der Liste verschwinden wird, bis es endlich da ist. The Last Guardian. Es hat ja jetzt endlich seit der E3 ein Erscheinungsdatum. Es ist der 25. Oktober, wenn ich mich nicht irre. Und es gibt viele, viele neue Infos, die wir auf der E3 erfahren haben. Ich durfte es ja auch sogar anspielen selber. Ja. Ich hatte ein Interview mit Ueda, also ich habe diese komplette Last Guardian-Packung mitgenommen auf der E3 und bin jetzt natürlich noch gehypter als vorher. Wie ist es bei euch? Hat sich der Status verändert? Oder die Gefahr ist ja immer groß bei Spielen, die so lange auf sich warten lassen, dass irgendwann dieser Hype oder diese Euphorie so ein bisschen abflacht. Ja, also kurz, bei mir hat sich nichts geändert, weil ich habe es ja nicht spielen können, habe daher jetzt auch keine neuen Eindrücke und freue mich nach wie vor voll drauf. Kann jetzt nicht sagen, so, ich bin weniger oder mehr gehypt. Und er hofft mir da einfach ein sehr atmosphärisches Abenteuer, wie es auch schon die Vorgänger waren oder die indirekten Vorgänger. Ja. Shadow of the Colossus, Ico. Ich glaube nicht, dass es so rein spielmechanisch viel reißen wird, aber er hofft mir einfach sehr viel von der Stimmung und von der Beziehung zwischen dem Jungen und dem Trico-Tier. Ja. Ja. Das ist ja so ein offizieller Name, ne? Oder? Man-Bear-Pig. Man-Bear-Pig. Wenn das Al Gore hört, dann haben wir uns also hier, oder nicht? Ich hoffe mir einfach Momente von dem Spiel. Momente, die so sich einem ins Gedächtnis brennen. Auf jeden Fall, die gibt es schon direkt am Anfang. So viel kann ich sagen. Ich will eigentlich gar nicht zu viel erzählen, weil viele Leute bestimmt auch sich vom Spiel selber überraschen lassen wollen. Aber die ersten 45 Minuten sind schon wirklich das, was man eigentlich erwartet, nämlich sehr hoch emotional. Also es geht in der ersten Stunde einfach darum, diese Bindung einfach irgendwie auch darzustellen. Das Hauptzentralthema des Spiels einfach wie zwei Wesen, die sich nicht verstehen und aus völlig anderen Welten stammen quasi, zusammenfinden und zusammenarbeiten. Und das ist meiner Meinung nach sehr krass dargestellt. Und womit du recht haben könntest, ist die Spielmechanik, weil die Steuerung und die Befehle, die du Trico quasi gibst, es sind manchmal nicht so eindeutig. Also es gibt einen Knopf für Nein und einen Knopf für Komm her und mach Sachen. Und dann musst du halt immer versuchen, okay, du willst jetzt auf so einen Absatz klettern, du kommst da nicht alleine hoch, dann brauchst du ihn. Dann musst du erstmal an ihm hoch, du musst ihm aber erstmal klar machen, dass er sich da hinstellen soll. Ja, so, und aber das ist so ein bisschen. Das gehört jetzt zum Konzept und ich glaube, das kann auch cool werden. Also wahrscheinlich denkt man sich da manchmal, jetzt komm endlich her. Und du wünschst dir so einen direkten Knopfdruck, damit er sofort kommt. Aber das gehört ja auch zum Konzept, dass du ihn eher locken sollst, ne? Oder dass du ihn auch überzeugen sollst tatsächlich, wie du ein richtiges Tier überzeugen müsstest, jetzt das zu tun, was du möchtest. Der hat schon seinen eigenen Kopf auf jeden Fall. Und ich meine, das erinnert ja eindeutig an Shadow of the Colossus mit dem Pferd. Ja. Wie hieß das? Argo? Hieß das Pferd, ne? Hatte auch seinen eigenen Kopf. Genau, das hatte auch seinen eigenen Kopf. Das war irgendwie cool und realistisch. Und also das Pferd in Shadow of the Colossus hat sich pferdiger angefühlt als jedes andere Pferd in einem Videospiel vorher.
Aber genau deswegen ging es mir schon echt unheimlich auf den Keks. Wirklich, ja? Ich habe dieses Pferd gehasst. Echt? Echt? Ja, weil es immer, es hat immer gemacht, was ich nicht wollte und andersrum. Und also ich bin echt gespannt auf The Last Guardian. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf möglicherweise, dass man vielleicht jetzt schon ein bisschen zu gehypt ist. Ja. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass der eine oder andere das fertige Spiel hat. Und es wird wahrscheinlich ein tolles Spiel, ein großartiges Spiel. Aber möglicherweise ist das Spiel jetzt irgendwie schon so aufgebläht zu irgendwie so einem Heilsbringer. Und wir alle verknüpfen damit so Versprechen, die das Spiel vielleicht gar nicht einlösen kann. Also das wäre so ein Titel, da wage ich, also da halte ich mich noch so ein bisschen zurück. Ich möchte es selber mal spielen, du warst ja die Einzige, die es zocken konnte. Ja. Ich habe auch, muss ich zugeben, mir von dir irgendwie gar nichts angeguckt danach, weil ich will eigentlich, ich will gar nichts, ich habe das Gefühl, ich weiß eigentlich schon so viel über das Spiel, es ist eigentlich fast schon zu viel. Also ab jetzt verpasse ich mir selbst eine Informationssperre und werde es zocken, wenn es da ist. Und dann werde ich mal gucken. Aber aufgrund des Trailers, den wir auf der PK gesehen haben, nämlich, dass es ein weiteres Vieh gibt, wohl, das auf einmal aus dem Nichts kommt, habe ich eine neue Theorie. Meine Theorie ist, dass der Last Guardian nicht das Tier ist, sondern der Junge. Okay. Ja. So, und ja. Oh mein Gott. Naja, nee, aber ja, ich glaube... Das mich jetzt nicht so um. Nein, aber ich glaube, dass viele Leute einfach dachten, okay, das, weil er so riesig ist auch und er halt quasi auch für mich so der Beschützer ist, weil der Junge ja auch in diese Situation kommt und überhaupt nicht weiß, was eigentlich geschieht. So, weißt du, dass man dann immer davon ausgeht, aha, das ist jetzt der große... Das große Vieh, das alles unter Kontrolle hat, das ist jetzt hier der Guardian. Ja. Nee, also das kann ja alles sein. Wenn es nicht der Junge ist und nicht das Tier, könnte es vielleicht auch ein anderes Wesen in diesem Spiel sein, was wir jetzt noch nicht kennen. Also ich glaube, The Last Guardian kann eigentlich alles sein. Vielleicht heißt auch die Burg so. Bestimmt. Kann ja sein. Nee, also ja. Und es gibt übrigens kein Kampfsystem. Man kann nicht kämpfen in dem Spiel. Aber du kannst ihn anweisen, dass er... Wände kaputt macht und so, und das war noch nicht klar, ob man damit dann auch Gegner angreifen kann, indem man sagt, hier, puste den mal weg oder so. Ich glaube nicht. Ja. Ja, ich sehe es ähnlich wie Wolf, ich bin super gehypt auf jeden Fall, aber seit Ewigkeiten und ich glaube inzwischen schon so lang, dass es wirklich schwierig wird, dieses Level noch zu erreichen und dann wirklich noch zu faszinieren. Es ist halt auch schon ewig in Entwicklung und ich habe ein bisschen Bedenken, weil ich jetzt auch nicht nur von dir bisher gehört habe, dass die Steuerung mitunter ein bisschen hakelig vielleicht sein könnte, ob gewollt oder nicht, dass einfach veraltete Elemente weiterhin noch mit im Code im Spiel mit drin sind, die man natürlich dann auch nicht mehr komplett ausbügeln kann. Von daher, ich habe auch so eine Prise Salz mit dabei, ich halte mich ein bisschen vorsichtig, aber ist auf jeden Fall auch ganz weit oben bei mir mit auf der Liste dabei. Also ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, wie das jetzt nun genau wird, wer oder was der Last Guardian ist, wie exakt die Steuerung ist, aber das wird aller Wahrscheinlichkeit ja ein Spiel, was es in der Form auf der aktuellen Konsolengeneration jetzt nichts Vergleichbares gibt. Ja, glaube also, ich auch. Da bin ich fest von überzeugt. Genau, deswegen, also was das angeht, da bin ich relativ unbesorgt, aber trotzdem, ab jetzt habe ich mir wirklich so einen Stopp gesetzt quasi. Ich warte jetzt einfach mal ab, bis das fertige Spiel kommt und nach ein paar Stunden weiß ich dann direkt mehr. Ja. Ich mache den Sack noch ganz kurz zu, wegen Befürchtung, dass der Hype ist zu groß und dass man enttäuscht werden könnte. Ich finde, man kann es mittlerweile ja ganz gut einschätzen, weil es gab ja schon zwei Spiele, die vom selben Team entwickelt wurden und wir werden uns schon darauf einstellen können. Es wird vielleicht nicht ganz so sauber steuerbar sein, aber ich glaube, von der Atmosphäre her und das, was die Spiele vorher ausgemacht haben, Shadow of the Colossus und Ico, das kriegen wir bestimmt auch diesmal wieder. Das ist ja genau deswegen, warum ich so gehypt in Anführungsstrichen bin. Ich weiß ja in etwa, in welche Richtung das geht, dadurch, dass ich die beiden Spiele davor schon gespielt habe. Und das hat mir ja schon super gut gefallen. Einfach dieser Stil, den er einfach hat, diese Traumwelten, die er sich einfach ausdenkt und umsetzt und so viel auf zwischenmenschliche oder zwischenwesentliche Beziehungen legt, das gefällt mir einfach total gut. Und dann weiß ich halt einfach, so verkehrt kann das Spiel nicht werden, auch wenn es vielleicht ein bisschen hakelig zu steuern sein würde oder was auch immer es für kleine Mängel hat. Aber für mich kann es eigentlich nur gut werden. Ich kann gar nicht enttäuscht werden, glaube ich nicht. Ego. Ja. Was haben wir noch? Nächster, okay, wer dann möchte. Okay, dann schmeiße ich einfach mal einen Titel rein. Wir waren gerade bei Last Guardian. Das ist ruhig, atmosphärisch, regt Hirn und Herz an. Und da habe ich direkt auch was, nämlich das nächste South Park-Spiel. Oh ja, das wird, regt auch Hirn und Herz an. Ja, also eins meiner drei Top-Games, auf die ich mich extrem freue, South Park The Fractured But Whole. Da hatte ich ja auch
das Glück auf der E3 zumindest, also ich konnte es nicht selber spielen, aber wir haben eine kleine Präso gesehen, da wurde uns das vorgespielt, das ist ja oft auf Messen so. Und was ich gesehen habe, hat bei mir wirklich jeden Restzweifel, den ich vielleicht gehabt haben könnte, völlig weggeblasen. Also der Original South Park Humor ist natürlich wieder dabei. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass das Kampfsystem jetzt ein bisschen tiefer gestaltet ist als noch im Vorgänger. Also jetzt hat man tatsächlich ein paar mehr taktische Möglichkeiten beim Kampf. Es ist wichtig, wo deine Figur steht. Du kannst verschiedene Combo-Moves machen. Also alle so Dinge, die im ersten Teil vielleicht noch ein bisschen sehr, sehr flach waren. Daran haben sie jetzt gebastelt. Und also wirklich, ich meine, wer South Park-Fan ist und ich glaube, so die allermeisten von euch da draußen, denen muss ich das Spiel jetzt gar nicht weiter verkaufen. Also wenn man Bock hat, einfach mal eine 10, 11, 12-stündige South Park-Episode zu erleben, die man auch noch selber spielen kann, kannst du eigentlich jetzt schon dir das Ding rot im Kalender anstreichen. Also da wird nichts mehr schiefgehen. Was haben wir schon gelacht, allein beim Trailer? Ohne Scheiß, alles ey, ich finde dieses Superhelden durch den Kakao ziehen, dieses Marvel-Verarschen, ja, das ist so großartig. Wer da irgendwie welche Serie zuerst und warum kriegt der den ersten Film und warum der nur eine Netflix-Serie und dann irgendwie Civil War und so. Das ist einfach so genial. Ja, genau, Token. Wir fangen mit dem schwarzen Superhelden an. Cartman. Ja, ey, wirklich. Also, mehr, ich glaube, ohne Scheiß, ich brauche gar nicht mehr sagen. Für mich ist das auf jeden Fall ein gesetztes Ding. Und auch hier, also wenn man mal aus der Erfahrung des vorangegangenen Titels spricht, der war ja auch schon echt ziemlich gut. Also der hat sich keine wirklich großen Patzer erlaubt. Alle Fans waren total zufrieden, wenn nicht begeistert. Und von daher, also für mich ist das Ding auf jeden Fall gesetzt. Ja. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Auf jeden Fall. Dann mache ich einfach mal weiter, weil dann gehen wir einfach reihum. Dann ist es schön chronologisch. Das ist eine crazy Idee. Ja, krass. Alter, ohne Scheiß. Ich mag es auch kurz. Auf was ich mich dieses Jahr noch freue, wird auf jeden Fall Gran Turismo sein. Gran Turismo Sport. Weil du Rennspiele magst. Ja. Und ich werde mir dann einfach ein neues Lenkrad kaufen. Ich freue mich dann einfach, wenn ein neues Rennspiel released wird. Dann tun sich wieder alle zusammen, mit denen man vorher online gespielt hat. Man trägt spannende Rennen aus. Das ist dann immer für mich ein großes, spannendes Happening. So, dann aktiviert man auch nochmal alte Freundeskreise. Also aus meiner alten Heimat habe ich da auch viele Mitspieler gehabt, die Gran Turismo-affin waren. Und bei Gran Turismo 5 war es schon so, dass wir dann wieder Kontakt zu einem bekommen haben aus der alten Heimat. Und ich habe erfahren, oh, der wohnt ja auch in Hamburg. Dann hatten wir uns mal getroffen. Also das war damals zum Release von Gran Turismo 5. Und macht so, ihr dann auch manchmal so LAN-Partys? Und nee, das nicht. Und jeder bringt sein Lenkrad mit, so hey, klatsch, geil. Hatten wir bei Gran Turismo 4 gemacht. Schmeiß mal die Pizza rein, echt? Ja. Aber da freue ich mich halt jetzt wieder drauf. So, da kommt man mal wieder zusammen. So, das ist quasi wie ein spielbares Facebook, kannst du fast sagen. Und Gran Turismo Sport im Speziellen, also mach's kurz, aber ich freue mich drauf, das werden ja jetzt hauptsächlich Sportwagen sein. Früher Gran Turismo war meistens voll mit Tausenden von Autos, wo wirklich vom Einkaufswagen für die Mama bis zum Kombi, LKW, 1901 Autos aus der Urzeit des Automobils waren dabei. Das ist jetzt einfach ein Destillat aus Sportwagen. Und das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher und da wird es jetzt schnell zur Sache gehen. Und auf diese Online-Rennen freue ich mich. Also es ist ja so, es wird jeden Tag feste Veranstaltungen geben, wo du einfach teilnehmen kannst. Das heißt, der Termin für dieses Online-Rennen steht schon fest und du trägst dich einfach ein, so, oh, okay, in einer Viertelstunde spiele ich da mal mit. Und da bin ich auch mal ganz gespannt, wo das dann hinführt im Sinne von was die Ranglisten angeht, weißt du? Gut, ich tue mir jetzt gerade wieder schwer, dass zu formulieren, aber es wird auf jeden Fall mehr Richtung Rennsport-Events gehen, weißt du? Ich, ohne Scheiß, ich weiß schon, was passieren wird. Trant wird irgendwann sagen, Jungs, ich habe heute um 13 Uhr einen Arzttermin. Es kann ein paar Stunden dauern, ich muss schon direkt weg. Tschüss, bis morgen. Und dann sitzt du da und willst in der Rangliste ganz nach oben kommen. So wird das laufen. Ganz nach oben nicht, aber ich finde es einfach gut, dass das feste Events sind und du initiierst sie nicht selber mit, ich mache eine Lobby auf und kommt mal alle rein, das geht zwar auch, aber da sind dann einfach so um 15 Uhr die Strecke, das Auto, fahre ich da mit, ja oder nein? Aber muss man denn da jeden Tag dann antreten, um dann wirklich am Ende so eine von der FIA bestätigte, beglaubigte Urkunde zu kriegen? Das ist ja wohl auch irgendwie... Das sind dann wieder extra Events, das sind ja, die extra von der FIA lizenzierten Events und da glaube ich... können nur die richtig fetten Profis was reißen. Aber daneben gibt es halt auch, sag ich mal, die normalen Events, wo es mehrere am Tag gibt. So, damit du nicht immer zwei Wochen warten musst, bis du mal wieder online spielen kannst. Na gut. Ja. Wird auf jeden Fall was für Feinschmecker. Genau. Bin ich auch Bock drauf. Ja.
Jetzt du. Ja, mein erstes Spiel auf der Liste wird Final Fantasy 15. Eigentlich für meinen Spielegeschmack sehr ungewöhnlich. Das letzte Final Fantasy, das ich durchgespielt habe, war, glaube ich, Final Fantasy 8. Und dann das Ding mit diesem Ballspiel, war das 10 oder 12? 10. Das war 10. 10, das habe ich mal angespielt. Mit dem Wasserball, Blitzball. Genau, das habe ich damals angespielt. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich schon so, dass ich das Gefühl hatte, wir sind aus der Zeit eigentlich raus, in der dieses Spielkonzept funktioniert. Oder mich reizt es zumindest nicht mehr und hatte das Gefühl, Spiele sind halt so ein bisschen weiter und es klappt nicht mehr so ganz. So, und hat die Serie ja dann auch ein bisschen gestrauchelt die letzten Jahre, um irgendwie aktuell zu bleiben. Dann haben sie mit, war das 14, versucht so ein bisschen westlicher zu werden, waren dann in der Kritik, weil es doch sehr linear geworden ist. Und ja, wie mit Resident Evil vor der E3, wo ich auch schon gedacht habe, ein Spiel, auf das ich mich richtig freue. Und ich 14, weiß nicht, warum. 14 war aber der Online-Teil. Ja, dann meine ich 13. Genau, 14 war online. Wie auch mit Resident Evil bei der E3, wo ich gar nicht sagen konnte, warum mich das jetzt am meisten interessiert und mich am meisten freue, ist es bei Final Fantasy jetzt auch. Ich denke einfach, dass irgendein Gefühl in mir sagt, die werden es ganz anders machen und es wird diesmal klappen. Und von dem, was ich bisher gesehen habe, was das Kampfsystem angeht, was die Welt angeht und so, ich finde, das sieht richtig cool aus. Und es ist ja auch tatsächlich das eigentliche Final Fantasy Versus 13, das sie 2006 schon angekündigt hatten damals. Da kam ja Teil 13 raus und dann dieser Versus-Teil war ja PlayStation-exklusiv geplant und war viel realistischer, viel düsterer, spielte in einer Erde-ähnlichen Welt und es gab Gegner mit Maschinengewehren und so. Und das hat mich persönlich viel mehr angesprochen. Ich habe gedacht, geil, da steige ich wieder in die Serie ein. Und dann kam es aber nie raus und ist jetzt zu 15 geworden. Und ja, ich bin selbst überrascht, aber ich freue mich drauf auf jeden Fall. Da gibt es auch ein tolles Video zu auf unserem Kanal. Habe ich schon mal ganz aufgerollt damals, als wir auf diesem Uncovered-Event waren. Das war auch echt krass, Alter. Da muss man richtig viel aufpassen bei dem, was du da erzählst, weil da so viele Infos... Was dieses Spiel durchgemacht hat, ist echt eigentlich... da kann man schon mal ein Buch drüber schreiben, ganz im Ernst. Also ich freue mich auch auf Final Fantasy 15. Ich bin jetzt auch nicht so der mega Final Fantasy Fan. Mein Lieblingsteil ist immer noch 10 mit dem Blitzball. Aber ich glaube einfach, dass es Maßstäbe setzen wird, was Open World einfach angeht und was Artenvielfalt und verschiedene Locations angeht. Also es wird ja viel in Richtung... hier gibt es mal so ein tropisch angehauchtes Gebiet, dann gibt es eine Wüste und überall fahren die vier Jungs halt einfach durch mit ihrem Flugmobil, was auch fliegen kann, warum auch immer. Hat Tabata mir übrigens im Interview beantwortet, warum das so ist. Und zwar wollte er damit anknüpfen an die Tradition, dass es in den alten Final Fantasy Titeln immer ein Luftschiff gab. Und das wurde ja dann quasi, das gab es ja dann quasi nicht mehr und das wollte er damit so ein bisschen wieder aufleben lassen. Ganz süß eigentlich. Und ich glaube auch, dass das was wird, weil er wirkt auf mich so, als würde es ihm wirklich, wirklich am Herzen liegen, das Spiel. Und das ist, glaube ich, immer schon die halbe Miete bei den Leuten, wo man es wirklich immer sieht, auch wie bei Sean Murray oder wie jetzt bei Ueda auch, wo man sich einfach denken kann, wie viel Arbeit und wie viel Liebe die da reingesteckt haben. Die werden eigentlich meistens was, die Spiele. Und von daher, ich freue mich drauf. Es wird unfassbar viele Stunden verschlingen. Das ist weniger geil. Ja, ich wollte gerade sagen, so viel Zeit hat kein Mensch. Hast du eigentlich mittlerweile Witcher 3 mal durchgespielt? Nein. Ja, siehst du, das war nämlich das Erste, was ich dachte, als du Final Fantasy, als du es genannt hast. Da dachte ich, okay, das ist doch wieder so ein 300-Stunden-Ding. Ja, wo nimmt die Zeit her? Das wird ewig dauern, ich weiß, aber ich finde es halt einfach interessant. Ich werde auf jeden Fall reingucken. Und es kann natürlich sein, dass ich irgendwann einfach sage, so, es reicht jetzt, weil es kommen noch 5000 andere Spiele raus. Mhm. Aber wenn es mich packt, dann werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Okay. Interessant. Du hast gerade Sean Murray gesagt und das ist eine fantastische Überleitung. Ich bin dran, du Affe. Ach ja, du bist ja dran. Ach so, ist das jetzt die neue Regel? Hier, wir müssen noch im Kreis gehen. Ja, für den einen Durchlauf. Jetzt können wir eine fantastische Überleitung zu einem Spiel, was ich später noch nennen werde, nachdem Anne dran ist. Was wir später noch besprechen werden. Stimmt, du bist ja erst dran. Ich möchte jetzt ein Spiel in den Raum werfen, womit hier, glaube ich, niemand rechnet und ihr wahrscheinlich auch nicht. Call of Duty Infinite Warfare. What? Ja, genau. Ich nenne einen Call of Duty-Titel und das allein sagt eigentlich schon alles. Und den Trailer, den ich mir gerade nochmal angeguckt habe, deine Aussage dazu sagt eigentlich auch schon alles. Trant hat nämlich gefragt, was für ein Spiel das ist, beziehungsweise er hat gedacht, das wäre ein anderes Spiel. Und ich so, nee, das ist Call of Duty. Und das ist genau der Grund, warum ich mich auf dieses Jahr auf Call of Duty freue. Weil man halt einfach nicht erkennt, dass es Call of Duty ist. Und weil es für mich einen ganz anderen...
einen ganz anderen Reiz jetzt hat, das mal zu spielen. Ich meine, im Weltraum und mit Schwerelosigkeit, allein dieser Aspekt, dass man irgendwie sich mit einem Enterhaken fortbewegen kann und so ein bisschen durch die Gegend floatet und alles, das ist schon, ich glaube, es ist gewagt, gerade wenn man sich die Dislike-Zahlen des ersten Trailers mal ansieht. 3 Millionen Dislikes hat der Trailer. Aber das hat sich ja irgendwann dann auch relativiert. Ne? Also ich habe da auch gedacht, so okay, die Call of Duty Fanbase, die ist ja ganz schön hart drauf. Die ist auch hart drauf. Dass die so krass reagiert, weil ich meine, ich verstehe das, wenn du Fan einer Serie bist und die wird dann irgendwie verändert, dann platzt dir der Kopf so. Weißt du? Und das hat sich dann halt in diesen vielen Dislikes geäußert. Aber um mal zu sagen, so, wenn man jetzt nicht so ein diehard Call of Duty Fan ist, mich spricht das tatsächlich an. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen natürlich der Gedanke von Infinite Warfare, halt neue Käuferschichten zu erschließen, was jetzt wahrscheinlich gelingen wird. Weil mich, was ich da sehe, wir haben auf der E3 ja auch die Präsentation innerhalb der Sony PK gesehen, wo... Also ich bin richtig hörig geworden und habe gedacht, was ist ich das dachte, für ein Spiel? Das, das sieht ziemlich cool aus und habe auch ziemlich lang nicht gerafft, dass es Call of Duty ist. Und das, na gut, es lag aber auch daran, dass ich generell ein Weltraumfan bin. Also mit Raumschiffen und sowas. Und wenn du halt Call of Duty-Fan bist, dann bist du das nicht zwingend. Und deswegen kannst du davon wahrscheinlich auch enttäuscht sein und denkst dir so, ey, ich habe eigentlich keinen Bock hier mit Raumschiffen und Schwerelosigkeit, einen Enterhaken, gib mir mein Call of Duty, weißt du? Mich hingegen spricht es mir an. Und ich könnte schon die erste Erweiterung dieser Käuferschicht sein. Naja, ich finde, also wenn man sich mal die letzten Call of Duty so anguckt und sich mal betrachtet, welche Entwicklung die so genommen haben, dann fand ich, war so der Schritt, das alles mal so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen weiter zu treiben, nämlich in den Weltraum, das lag total auf der Hand. Also in welchem Ausmaß das passieren würde, das hat vielleicht den einen oder anderen noch überrascht. Aber ich meine, auch diese Modern Warfare-Geschichte, das hat sich ja immer weiter tatsächlich in eine theoretische Zukunft bewegt. Von daher, also ich konnte nie so ganz nachvollziehen, warum genau diese Die Hard Call of Duty Fans, warum die so dermaßen ablehnt auf den ersten Trailer reagiert haben, weil ich dachte, ey Leute, das ist doch genau das, was die Serie mal wieder irgendwie ein bisschen geil machen kann. Also warum nicht mal mit dem Setting spielen und sich entfernen von den ewigen, also wie oft willst du noch durch die Stadt rennen und vor dir kracht der 100. Wolkenkratzer um und rechts und links brüllen die Leute ins Ohr, du musst jetzt da vorbeirennen und so, haben wir schon 1000 Mal gemacht. Also, ich freue mich auch ein bisschen drauf, aber ich muss auch zugeben, ein bisschen verwirrend fand ich es auch. Ich habe ähnlich wie ihr auf der E3 auch nicht sofort erkannt, was das für ein Spiel ist, weil ich das Gefühl hatte, dass Activision als Reaktion darauf, dass so viele Leute den Trailer nicht gut fanden, haben sie probiert, diese ganze Weltraumthematik so klein wie möglich zu halten. Das wollen wir gar nicht in den Vordergrund rücken und so, nee, konzentrieren wir uns darauf, dass es ein richtiges Call of Duty ist. Aber mir scheint es auch so, dass das, was die Leute am meisten noch anmacht, ist tatsächlich dieses neue Weltraumsetting. Also sich da mit dem Greifhaken von einem Raketenstück zum anderen treiben zu lassen. Also da juckt es mich auch so ein bisschen in den Fingern. Von daher, also ich glaube, die Marketing- und PR-Maschine dahinter, die war so ein bisschen verwirrend. Also da hätte ich fast eher gedacht, dass man sagt, ey Leute, das ist Call of Duty, wir haben uns weiterentwickelt, es ist 2016, das ist jetzt der fucking Weltraum, deal with it. Ja. Und so ist es so ein ganz komischer Mischmasch. Ja, wegen Weltraum, weil du gesagt hast, das war ja absehbar, dass es diese Richtung nimmt, aber viele Fans meinten ja dann auch oder haben Battlefield 1 dagegen gehalten und haben gemeint, ey, so macht man es richtig, weißt du? Also in die Richtung hätte es auch gehen können, dass sie jetzt einfach sagen, okay, wir machen mal kurz Schluss mit Zukunft, obwohl wir diese Richtung eingeschlagen haben, wir machen jetzt Erster Weltkrieg, weißt du? Und wahrscheinlich hätten dann alle gesagt, so, wow, krass. Die Richtung hätte es einschlagen können. Das war jetzt nicht unbedingt. Weiß man ja vorher nicht, ne? Genau, es war nicht absehbar, dass jetzt das Ganze noch weiter in die Zukunft verlagert wird. Ich habe immer so das Gefühl, das muss doch extrem geschmacksabhängig sein, aber es scheint so, dass die ganzen Call of Duty-Fans einen Geschmack haben. So. Also ich muss ja sagen, als wahrscheinlich der einzige wirkliche Call of Duty-Spieler unter uns, ich finde. Und ich weiß gar nicht, wie ich das deuten will, diese Reaktion auf den Trailer. Ich finde, das sieht viel zu altbacken und ähnlich aus zu den Sachen, die wir schon hatten. Weil, wie du schon sagtest, dieses, jetzt hast du diese Suits und dann kannst du 100 Meter weit springen und kannst einen Boostjump machen und dich irgendwo ranhängen und so. Das ist ja schon seit ein paar Spielen da. Das ist eine generelle Titanfall und sowas ja auch mit dabei. Das ist halt, wo der Shooter momentan so hingeht. Ja. Weltraum hatten wir tatsächlich in Ghost schon. Da gab es auch schon Sequenzen, da bist du durchs Weltall geflogen. Stimmt, genau, auch schon. Und ich habe für mich eher gedacht, das sieht mir ein bisschen zu sehr in dieses, ja, jetzt ist halt Modern Warfare noch moderner, so wie heute, was heute Science Fiction ist, ein bisschen weiter ausgesponnen. Ich fand es eigentlich ein bisschen zu gleich und ich hatte dann das Gefühl, dass eben da Battlefield den Schritt in den Ersten Weltkrieg, der ist halt viel radikaler, weil es viel weiter entfernt ist von dem, was gerade der Status Quo ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel zu den
Zweiter Weltkrieg-Shooter-Zeiten. Wenn man da das andersrum gemacht hätte, da wäre wahrscheinlich der Erste Weltkrieg-Shooter nicht so gut angekommen, weil der relativ nah dran ist. Also ich würde gar nicht so sicher sagen, dass es zu doll anders ist. Und dass das unbedingt ist, was die Leute nervt an diesem Trailer. Ja, ich glaube, es ist auch ganz viel Trend. Ich meine, wow, auf einmal waren es 1 Million Dislikes und dann war es ja, halt einfach cool mitzuspielen. Ja, da hat es so Momentum. Ich hab auch jeden Tag geguckt, ja. Wo sind wir denn heute? Ja, ja. Und ja. War so ein bisschen wie so ein Flashmob. Ne? Also, und die Kritik wird auf jeden Fall im Endeffekt verpuffen. Ich meine, dass das Spiel gut wird, das steht außer Frage. Die wissen, wie man es macht, die Jungs. Und ich glaube, die Ängste, die Leute da haben, sind ein bisschen... Naja, und eigentlich, da müsste man auch knallhart konsequent sagen, vote with your wallet. Also, wenn alles wirklich so schlecht wird jetzt schon, dürfte es später auch keiner kaufen und spielen. Und sagen wir ganz ehrlich, das Gegenteil wird der Fall sein. Also, wenn das rauskommt, ist das für Tage oder Wochen oder vielleicht sogar noch länger das bestimmte Thema. Ja. Und dann ist dann irgendwie auch vergessen, dass man mal vor ein paar Monaten so einen Daumen runter auf YouTube gegeben hat und dachte, jetzt man ist so der krasse Rebell, jetzt am Ende kauft man es eh und zockt es wieder. Also wobei daher. Ja seit ein paar Jahren tatsächlich die Zahlen für Call of Duty rückgängig sind. Das stimmt, ja. Und das wird interessant zu sehen, wer jetzt von beiden, DICE geht in Richtung Erster Weltkrieg, ja. Die gehen noch weiter in die Zukunft. Da wird sich sicherlich zeigen, so, wie das Genre sich dann weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall, auf welchen Zug die Leute dann oder die anderen Studios aufspringen werden für die nächsten Spiele. Am Ende sagen wir doch eh nach beidem. Wirklich, neues Call of Duty, neues Battlefield, ist doch immer so, am Ende ist irgendwie immer alles. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Ich glaube aber auch, dass viel Zweifel einfach auch an Infinity Ward selber geht, weil die mit Ghost sich letztes Mal so richtig schön ins Fettnäpfchen gesetzt haben. Was ich aber eigentlich ungerechtfertigt finde, weil die ja die eigentlichen Väter von Call of Duty überhaupt sind und auch für Modern Warfare, was ja jetzt dazukommt als Remaster, verantwortlich sind. Da waren, glaube ich, auch viele dabei, die gesagt haben, Alter, ihr habt Ghost einfach so verkackt, bitte macht nicht das neue Call of Duty. Ich muss ja sagen, ich war wahrscheinlich einer der drei Leute auf der Welt, die Ghost richtig geil fanden. Also es war wirklich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich bei einer Campaign gedacht habe, Alter, das macht mir richtig Spaß gerade. Ich kann mich seit Modern Warfare an keine Story in irgendeiner Campaign erinnern, aber da fand ich sie irgendwie cool. Nein, Black Ops 1, weiß ich. Aber ich glaube, Kritik kam auch daher, dass sie unter anderem das Remaster zu Modern Warfare als Pack-In für die Special Edition gemacht haben und daher natürlich, der Teil ist einfach großartig, einer der besten Shooter aller Zeiten und man da natürlich dann denken kann, ja toll, muss ich also die teure Version kaufen, damit ich das spielen darf. Ich drück mal den Daumen nach unten, also ich glaube, das steckt da auch mit drin. Ich glaube auch. Ja, aber wird spannend. Das wird auf jeden Fall spannend. So, okay. Jetzt hier. Jetzt aber No Man's Sky. Wir bleiben im Weltall. Nee, du hast ja vorhin schon Sean Murray genannt und ich weiß, du bist ein bisschen verliebt in ihn. Soweit geht's bei mir nicht. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr auf das Spiel gespannt. Auch hier probiere ich bis zum Release, Anfang August, ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig lang hin. Ich glaube, ich werde mir jetzt auch nicht noch den finalen Trailer, der bestimmt noch mal kommen wird, werde ich mir jetzt gar nicht groß angucken und den analysieren. Denn also mittlerweile will ich das verdammte Ding nur noch spielen. Und selbst wenn es vielleicht so ähnlich wie Last Guardian die Gefahr noch in sich birgt, dass nicht jeder Hype komplett erfüllt werden kann, möchte ich aber mal die Erfahrung machen, was tatsächlich so der Kern und die eigentliche Essenz und Substanz von so einem Spiel wie No Man's Sky ist, weil ich mir das immer noch nicht so ganz genau vorstellen kann. Also, ich glaube, das kann niemand. Nee, genau. Und das allein, ist das Gute eigentlich. Ey, allein das macht so wahnsinnig spannend. Und wirklich, ey, gebt mir einfach das große, fast unendliche Sonnensystem, ein Planeten nach dem anderen. Ich kann die alle selber entdecken, ich kann die selber benamen, ich kann die Tiere entdecken und mir eine Datenbank aus außerirdischen Tieren zusammenstellen. Und ich bin happy. Ich werde jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, nichts anderes machen. Ich brauche keine krassen Action-Sequenzen. Ich muss nicht irgendwie auf Weltraumjagd gehen, um irgendwelchen Leuten ihre Loot abzujagen. Also interessiert mich nicht. Ich werde wie so ein virtueller Peter Lustig, wenn ich die ganze Zeit nur durchs Gestrüpp streife mit so einer kleinen virtuellen Lupe und mich freue über jedes Insekt, was da kreucht und fleucht. Oh, guck mal hier, geil. Und ich glaube, ich werde im Himmel schweben. So, das ist, ich freue mich auf so ein schönes Entdeckerspiel. Und das scheint No Man's Sky zu werden. Und deswegen finde ich es geil. Die schlechte Nachricht an der Geschichte ist, nein, will ich nicht hören. Du musst halt leider so ein bisschen farmen und Energie gewinnen und handeln, damit du weiter nach vorne kommst und noch mehr Universen und Planeten entdecken kannst. Das ist genau, ich finde das nämlich ganz toll, da freue ich mich besonders drauf. Aber auch auf den Entdeckeraspekt so, und da hoffe ich, dass das Spiel auch liefert im Sinne von Artenvielfalt. Wir wissen ja alle, das ist alles so ein bisschen prozedural generiert, sagen sie. Nicht nur das Universum, sondern auch die Tiere, glaube ich. Ne? Kann ja selber basteln, sondern Sean Murray meinte auch immer, ich fliege zu Planeten, sehe Sachen, die habe ich selber noch nie gesehen. Ja. Und da hoffe ich, dass wir dann wirklich auch mal wirklich ganz abgefahrene Sachen sehen. Also dass, ich bin gespannt, was für Freiheiten dieser Algorithmus hat. Weißt du, so, oh, ich habe alle Möglichkeiten zur Verfügung, ich bastel hier einen neuen
armiges Oktopodentier mit Elefantenrüssel und hast du nicht gesehen? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen enger gefasst, so okay, die meisten Tiere haben 4 bis 6 Beine und weißt du, das... ich hoffe, dass ich oft überrascht werde von der Flora und Fauna, wo ich dann wirklich so da sitze und denke mir, was ist das denn, weißt du? Dann, damit ich dann wirklich so belohnt werde durch solche Momente. Meinst du gerade, du bastelst Tiere? Was? Nee. Also selber basteln oder entdecken? Nee, hab ich das gesagt? Ja, hab ich so verstanden. Ich war mir für einen Moment nicht sicher. Ich sehe den ersten DLC. Ja. Frankenstein Space Labor. Das nee, pass auf. Schau mal, du kannst mit DNA zusammen. Ich weiß schon, was der erste DLC wird. Ich werde direkt jetzt nach dem Video dann eine Mail an Sean Murray schreiben. Ja. Hallo Sean. Bitte mach Folgendes. Cool, dass ihr jetzt das Goldmaster habt, aber setz dich bitte gleich mal hin und gib uns Spielern ein Zuhause. Also ich hätte ganz gern... Genau, ich hätte ganz gern in No Man's Sky entweder... eine Raumstation oder gib mir die Möglichkeit, ein Häuschen auf irgendeinem Planeten zu basteln, was ich mir dann selber einrichten kann. Aber ist nicht das Ziel, zum Zentrum des Universums zu reisen? Ja, aber ich muss ja auch irgendwo nach Hause kommen. Und also ich persönlich finde sowas immer ganz toll, wenn du deine Bude selber einrichten kannst. Nehmen wir mal an, hast da so ein kleines Kino drin und hast da deine, kannst dir deine Tierexpedition selber angucken. Aber das habe ich schon alles gefunden. Aber das könntest du ja alles im Schiff machen. Ob Schiff oder Haus auf dem Planeten, ist mir egal. Ich will nur eine Homebase haben, weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wenn es das Schiff ist, ist auch gut. Wie bei Mass Effect. Bisschen selber einrichten, da eine Couch hinstellen und so einen Käse. Oder hier ist mein Lager, was weiß ich. Das finde ich immer ganz toll. Ich glaube, das wird es am Anfang nicht haben, aber hoffentlich später. Wer weiß. Später. Du bist Aragorn, du bist ein Streicher, du hast kein Zuhause. Du ziehst durch die Welten und entdeckst Sachen. Ah, ist auch gut. So hat Aragorn in Herr der Ringe auch reagiert. Ja, auch gut. Bin ich halt der König, der wiederkehren muss. So. Auch ja, gut. Auch gut. Und ich meine, und was wird im Zentrum des Universums sein? Sean Murray. Sean Murray, mit so einem riesigen Bild einfach. Sie haben es geschafft. Wie bei Doom damals, ja. Die Erde, wahrscheinlich vor 3 Millionen Jahren oder so. Du sollst das nicht spoilern, nö, sag ich jetzt einfach mal so. Der letzte Planet im Zentrum des Universums wird garantiert die Erde vor oder nach den Menschen sein. Und du guckst hier um und denkst so, oh. Nimm den nicht so wichtig. Ja, aber ich meine, irgendwas Geiles muss ja sein. Ja, irgendwas muss da sein. Du kannst ja nicht einfach kommen mit so einem Game-Over-Screen, thanks for playing. Meint ihr, da kann man ankommen? Das weiß ich nicht. Das ist ja das Ziel. Ja, aber ich meine, im Ziel, was man erreichen kann auch? Doch, glaube ich. Ja, doch, also du brauchst ja irgendeine Form von Endgame, brauchst du in dem Spiel. Ja. Weil es hört sich ja so ein bisschen an wie so ein Spiel, das du unendlich lang spielen kannst. Und wenn ich dann irgendwann angekommen bin und dann... Und dann könnte ich umdrehen und sagen, gut, ich flieg zu Trant. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist nur theoretisch möglich. Ja. Aber wenn du willst, kannst du ankommen. Du musst ja nicht in die Richtung fliegen. Du kannst ja auch in eine andere Richtung fliegen. Ja, guck mal, das ist ja das Ding. Wenn du willst, dann kannst du straight drauf ziehen. Ich meine, überleg mal, sobald das Spiel rauskommt, ist doch jetzt schon klar, dass sich Leute hinsetzen werden und allein für YouTube, wenn sie versuchen, der allererste zu sein, der erfährt, was im Zentrum des Universums ist. Und wenn es das nicht geben sollte, ich meine, also... Trollaktion des Jahrtausends. Also dann würde ich mir auch echt ein bisschen verarscht vorkommen, wenn mir das persönlich wichtig wäre bei dem Spiel. Deswegen gehe ich ganz fest davon aus, dass das irgendwie geht. Und ich sage, das ist die Erde, wahrscheinlich vor Urzeiten oder so. Da fängt dann Horizon Zero Dawn an. Das wäre ganz lustig. Oh mein Gott, das wäre so gut. Genau, pass auf, du krachst mit deinem Schiff runter, bist tot und die Zivilisation da findet eine außerirdische Technologie und fang damit erst an, diese Viecher zu bauen. Dein Raumschiff ist der erste Dinosaurier-Roboter. Im Prinzip schon, genau. Das geil. Dein Raumschiff wird gelootet und daraus bauen sie diese künstliche Intelligenz, die sich irgendwann dann erhebt und mächtiger wird als die Menschen. Und die Menschen schreibst du das, Murray, auch in deiner E-Mail? Lieber Sean, wir haben nochmal nachgedacht, eigentlich. Ihr merkt, also wenn ihr geile Ideen braucht, liebe alle Entwicklerstudios, einfach mal eine schnelle Mail an uns. Ja, genau, No Man's Sky, darauf freue ich mich. So. Cool. Dann bin ich wieder dran. Bleib mal beim Thema Weltraum. Ich freue mich natürlich sehr auf Destiny Rise of Iron. Und ärgere mich gleichzeitig über den deutschen Titel, der heißt nämlich Das Erwachen der Eisernen Lords. Guck mal, wie schön angenehm die englische Sprache ist. Dass du da Rise of Iron. Rise of Iron klingt geil, klingt wie ein Manowar-Cover, wie ein Album. Das Erwachen der Eisernen Lords. Das klingt wie ein DLC zu Dark Souls. Ja, genau. Das klingt wie ein Film aus den 80ern. Gut, ich will auch gar nicht so viel dazu sagen, weil die Leute, die es interessiert, wissen ja schon, es wird einen neuen Raid geben. Das wird ganz toll, ich freue mich sehr, weil das ist immer das Beste. Und natürlich nebenbei, wie immer, Lichtlevel wird angehoben. Das heißt, wir können wieder ein bisschen leveln und können unseren Charakter weiter ausbilden, Equipment sammeln. Wir haben neue Strikes und diesmal geht es auch um mal wieder neue Feinde. Es sind ja, ich habe jetzt gelesen, auch dafür gibt es ein neues Wort, Teufelsspleißer.
nennen sich. Okay. Ja, hast du auf Deutsch habe ich das noch nicht gehört. Nee. Also es ist so, dass die Gefallenen irgendeine Technologie gefunden haben. Genau. Dadurch wird Fleisch mit Mechanik verschmolzen und die nennen sich jetzt Splicer. Und das ist jetzt quasi diese neue Feindesart. Bioshock. Ich finde, die sehen aus wie die Bösen auf Stelzen damals bei Oddworld. Ja. Die faulen Leute, die auf diesen Stelzen rumlaufen, wie die Bösen mit dem Rossel in Oddworld. Ja. Tatsächlich ist das Setting für mich jetzt so ein kleiner Dämpfer, weil ich fand bei den ersten Erweiterungen, wo die Schar im Mittelpunkt stand, The Dark Below bei der zweiten Erweiterung und The Taken King, das war ja dann nochmal eine Nummer größer auf Oryx's Schiff, das war super gruselig und atmosphärisch und war immer, also die Raids waren immer unter der Erde oder in diesem Schiff in so dunklen Gegenden, wo du denkst, okay, ich bin hier super weit ab vom Schuss. Ich bin hier super alleine und ja. Das hat einfach extrem viel Spannung erzeugt und jetzt wird es auf der Erde spielen. Mhm. Und die war für mich immer zu heimelig, klar, weil wir kennen sie, die Menschen kommen von da und das ist halt nicht weit ab vom Schuss, sondern so ein Heimatplanet. Ja. Aber spielt man dann nicht nur in Russland? Ja, genau, also es spielt überwiegend in Altrussland und... Es knüpft da an, wo man schon war, aber es sind ja diese Plague Lands. Also das Ding ist befallen von irgendeiner Seuche oder was und das wird schon einen dunklen Twist haben. Also genau, und es gibt halt jetzt schon erste so im Trailer die Bilder vom Raid, weißt du, du siehst, wie da 6 Hüter rumhüpfen und das war, die Bilder, die ich da gesehen habe, waren sehr hell. Und es ist wieder so eine Geschmackssache bei mir, du hast dann blauer Himmel und sowas und ich mag es lieber dunkel und ich hoffe, dass es zumindest dann nochmal ein bisschen unter die Erde geht und wir dann zu ganz abgefahrenen... Glaube ich schon. Auf jeden Fall. Also auch diese Bilder, die man da gesehen hat, da kämpfen sie ja irgendwie gegen dieses komische Trash-Compactor-Monster oder so im Hintergrund. Und das sieht dann so aus, als wenn man da wieder in so einen Schlund runtergeht. Ja. Kann sein, dass ich mir das einbilde. Das ist wichtig, man muss nach unten gehen. Immer nach unten. Ich glaube, das wird super. Ja, ich freue mich auch. Ich habe ja die letzte Erweiterung ausgelassen, nachdem ich auch wie ein Bekloppter das Spiel gesuchtet habe und irgendwann gesagt habe, so Schluss, ich brauche wieder Privatleben. Ich werde wieder einsteigen. Jetzt sind wir ja zwei Suchtis auf einer Couch quasi. Zwei Suchtis. Mal gucken, ob wir da was Schönes zum Covern finden. Ich bin auch gespannt auf jeden Fall. Jetzt bist du. Jetzt bin ich. Nachdem wir eben Call of Duty hatten, ich freue mich ganz besonders tatsächlich auf Battlefield 1. Ich spiele generell viel Shooter und hatte mit Battlefield 4 enorm viel Spaß. Das war das erste Mal, dass ich so wirklich tief in Battlefield eingestiegen bin und einfach diese ganzen massiven Schlachten in diesen wirklich riesigen, fast Welten, kann man sagen, in denen du mit 64 Leuten gegeneinander antrittst und sich ja tatsächlich dann das Terrain komplett verändert. Dann in Teil 4 war es so, du kämpfst auf einem Wolkenkratzer in der Mitte der Stadt und der wird dann gesprengt. Und du kannst, wenn du Glück hast, kommst du noch mit dem Fallschirm runter. Und das ganze Terrain verändert sich übers Spiel hinaus und auch die Taktik verändert sich dadurch. Also so ein Spektakel habe ich in einem Shooter wie bei Battlefield 4 noch nicht gehabt. Die letzten Teile waren jetzt so ein bisschen, also einmal das Star Wars Ding habe ich angespielt, ein paar Freunde von mir zocken es regelmäßig, hat nicht so den Langzeitwert und wie hieß das andere Ding, Hardline, ist ja auch in der Kritik nicht so toll angekommen und ich freue mich darauf, dass es wieder Militär ist diesmal. Ich war sehr skeptisch, als sie es angekündigt haben, weil Erster Weltkrieg ist es nicht so cool. Die Waffen, die du hast, sind ein bisschen alt und hakelig. Und im Design ist es auch eingeschränkt, weil du kannst halt nicht so viel machen. Du kannst nicht Boost Jets haben, du kannst keinen Triple Jump machen, sondern du bist halt durch das Setting allein auch in der Game-Mechanik relativ eingeschränkt. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie es hinkriegen, das relevant und spannend zu machen. Also DICE haben schon angekündigt, sie schummeln ein bisschen. Das heißt, es wird nicht komplett authentisch sein. Die Fahrzeuge sind ein bisschen schneller, als sie waren. Es gibt mehr Automatikwaffen, als es tatsächlich gab. Oder die sind halt mehr im Einsatz. Jetzt gab es die Closed Alpha oder läuft noch. Es sieht sehr vielversprechend aus. Und während ich am Anfang gezweifelt habe und gedacht habe, nö, ich werde wahrscheinlich den nächsten Call of Duty mehr feiern, denke ich jetzt, nachdem ich die ersten Gameplay-Bilder gesehen habe, das wird spannend und ich freue mich enorm drauf. Also, ich hoffe echt, dass sie das Potenzial des neuen Settings ausschöpfen. Weil im Prinzip finde ich es erstmal, also auch wenn ich davon noch nichts gesehen hätte, aber die Idee allein, ey, mal wieder ein Shooter im Ersten Weltkrieg, nachdem wir jetzt so viel diese ganze Zukunftsgeschichten hatten in Call of Duty und Battlefield und alles wird noch technischer und noch moderner und alles wird hochgerüstet, einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Also nicht mal mehr in den Zweiten Weltkrieg, sondern zu sagen, komm, jetzt machen wir direkt mal Ersten Weltkrieg. Da gab es noch nicht so viele Blockbuster-Titel. Finde ich schon geil und ich hoffe wirklich, dass sie das Potenzial davon nutzen. Also ich habe ein bisschen Bedenken oder ich wäre persönlich sehr enttäuscht, wenn es von der Inszenierung her und von den ganzen Szenen, und es wird da bestimmt auch sehr, sehr viele cineastische Elemente geben, wenn das im Prinzip dieselbe Soße wäre wie in Call of Duty Battlefield und wie wir sie alle kennen, nur halt in einer anderen Grafikverpackung. Also wenn ich beim Spiel merke, okay,
was früher in anderen Spielen ein Wolkenkratzer war, der vor mir in Zeitlupe zusammenbricht und ich muss wegrennen. Und ich merken sollte, okay, und jetzt ist dasselbe quasi nur mit dem Zeppelin gegeben oder so. Haben wir ja schon gesehen. Ist das ja in dem Fall auch in der einen Also davor, ich denke zum Beispiel irgendwie immer an das allererste Medal of Honor. 98 für die, ich glaube es war 98, für die PS1. Das war Zweiter Weltkrieg, nicht Erster, ist mir schon klar. Aber wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, was für radikal andere Shooter-Erfahrungen das damals waren. Also das, da gab es teilweise Level, da waren vielleicht nur 6, 7 Gegner oder so. Und du musstest wirklich mehr gucken, dass du nicht entdeckt wirst. Ich kann mich an Level erinnern, da bist du die ganze Zeit undercover unterwegs gewesen und musstest deinen Ausweis so vorzeigen im Zug und so. Und da ging es noch nicht darum, dass in jeder Runde die 800 Millionen Leute entgegenrannten und du die möglichst cineastisch und krass weggeballert hast. Und ich hoffe, dass sie das Setting Erster Weltkrieg nehmen und so ein bisschen vielleicht mal diese Hochgeschwindigkeit rausnehmen und mal so auch so langsame und auch gerne mal bedrückende Sequenzen einbauen. Ja, wobei, dann wäre ich voll an Bord. Das ist ja bei einem Multiplayer-Titel überhaupt nicht gegeben. Ja, Battlefield hat ja beides. Also aber ich denke jetzt mehr an die Kampagne. Die steht natürlich generell so ein bisschen im Hintergrund eher, kommt auch nie so richtig toll an. Ich spiele sie trotzdem immer gern. Diesmal freue ich mich aber tatsächlich mehr auch auf den Multiplayer. Ja. Sie haben schon gesagt, dass das ganze Gameplay mehr auf den Nahkampf fokussiert wird, was halt auch mit den Waffen der Zeit zu tun hat. Also es wird da durchaus wohl Veränderungen geben und muss es, glaube ich, auch, weil eben, wie schon gesagt, wenn das wirklich nur so eine andere Verpackung ist, wäre es ein bisschen arschlos, aber ich glaube, da werden sie sich was ausdenken und es klingt auch so. Als wenn, Also ich habe mir nach der EA-Konferenz, da haben sie ja noch mal eine Stunde dran gehangen und haben dann Live-Gameplay gezeigt, haben sie irgendwie Snoop Dogg und Jamie Foxx und alle möglichen Leute dahin gekarrt, auch mal mit dem Joint. Die schön sich einen durchgedübelt haben, während sie dann schön Battlefield gespielt haben. Und das sah mir aber schon sehr nach Battlefront aus, weißt du? Du hast dann die Bodentruppen, du hast die Panzer, dann hast du diese alten Doppeldecker-Flugzeuge, die ganze Zeit sich gegenseitig abgeschossen haben. Du konntest vom Zeppelin aus auf so einem, hattest du so ein, so ein festmontiertes Gewehr, so eine Gatling-Gun quasi. Also das sah mir schon nach richtig epischem Geballer aus einfach. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Ich fand es toll, wie ich weiß halt nicht, ob das bei Battlefield so üblich ist, weil ich nie Battlefield spiele, aber ich fand es super, wie das Schlachtfeld wirklich am Ende ein Schlachtfeld war, wo alles dann einfach die Häuser am Anfang noch standen und so und am Ende ist halt alles kaputt. Da stand kein Stein mehr auf dem anderen. Also das fand ich extrem cool und den Zeppelin an sich finde ich halt auch eigentlich ganz geil und wie der dann sich einfach so einfach explodiert und dann runterfällt auf die Häuser und alle. Und du kannst noch so mit dem Fallschirm abspringen und dich noch retten und dabei weiterschießen und so. Also natürlich. Das ist eigentlich schon ganz cool. Ich weiß nur nicht, ob mich das so anspricht. Mich spricht eher an dieser orientalische Teil des Spiels, wo man auch noch nicht genau weiß, was da eigentlich dann im fernen Osten abgeht, was das eigentlich soll. Mhm. Da bin ich echt gespannt drauf. Aber so die richtig krassen Multiplayer-Sachen, ich weiß nicht. Ja, ist natürlich Geschmackssache. Es wird Battlefield bleiben, das ist klar. Wenn man keinen Bock auf diese Grand-Scale-Multiplayer-Shooter hat, dann sollte man wahrscheinlich was anderes spielen. Dann wird's schwierig. Aber das muss man wahrscheinlich auch keinem erklären. Ja. Du bist. Ich bin du dran. Bist. Das ist schon mein letztes Spiel. Ich habe es gerade schon mal in die Gegend gehustet. Die Bioshock Collection, die längst geleakt war, schon ewig, schon seit Monaten schwebte das im Raum. Ja, irgendwann kommt nochmal die Remastered-Version von Bioshock. Und es ist tatsächlich soweit. Am 13.09., glaube ich, kommt die raus. Alle drei Teile plus alle Add-ons, alles mit drin. Und ich glaube, da werde ich nochmal so richtig schön tief eintauchen, weil ich Bioshock einfach immer noch eine der großartigsten Spielekonzepte aller Zeiten finde. Auch wenn es da diverse Gegenstimmen gibt, das ist wirklich so in zwei Lager aufgeteilt. Die einen sagen, das ist kompletter Bullshit, keiner wird daraus schlau, was soll das eigentlich? Und die anderen sagen, ey, das Setting ist mega geil, die Stimmung ist super, die Shooter-Elemente, die verschiedenen, mit den Little Sisters, die ganzen übermenschlichen Fähigkeiten, die man hat. Mich hat das total gepackt und mir war das bei Infinite zum Beispiel am Ende auch egal, ob ich das jetzt komplett alles verstanden habe, was da passiert ist oder nicht. Ich war einfach begeistert von der Idee, einfach von der Grundidee, von dem Setting. Einfach so ein Mindfuck die ganze Zeit, der da mit dir passiert.
Und deswegen bin ich froh, wenn ich das alles noch mal erleben darf. Den zweiten Teil habe ich noch nie gespielt. Echt, noch nie? Nee. Ohne Scheiß. Dann, Mama. Dann freu dich mal. Ja, ich finde den zweiten, der ist wirklich total unterschätzt. Also es ist wirklich, wirklich traurig. Und ich finde den in vielen Belangen tatsächlich echt besser als den ersten Teil. Also gerade der erste, der ist, wenn du mittlerweile spielst, du merkst, der ist schon echt zäh. Und das Hacken mit diesem Minispiel. Also du hast irgendwann keinen Bock mehr zu hacken, weil das Minispiel so nervt. Und das letzte Drittel, das ist halt, also du denkst, okay, Leute, kommt zum Ende und dann dauert es aber nochmal 3 Stunden. So. Und der zweite Teil hat den ganzen Kram rausgeworfen und irgendwie alles besser gemacht, was den ersten schon aufgezeichnet hat. Deswegen kann ich kann euch echt nur sagen, Leute, wenn ihr Bioshock 2 noch nicht gespielt habt, weil ihr gehört habt, irgendwie, das ist einfach nicht mehr so cool wie der erste Teil, gebt ihm eine Chance, ihr werdet möglicherweise positiv überrascht. Ja, und also Infinite, das hat mich auch echt total beeindruckt. Also vielleicht hat es auch nicht alles geschafft, was es unbedingt wollte. Und man hätte bestimmt noch ganz viel mehr rausholen können, wenn es sich nicht auch diesen Shooter-Regeln unterworfen hätte. Ja. Aber ich meine, trotzdem. Das Schienensystem. Das Schienensystem, also oh, die, da, ich konnte nie verstehen, dass Leute sich beschwert haben, dass das Kampfsystem gerade in Bioshock Infinite so langweilig gewesen wäre. Denn also da fühlt es sich für mich immer so an, wenn du wirklich spielst, dass du alles an Möglichkeiten rausholst, also alle Kräfte nutzt, wenn du ausnutzt, wie schnell deine Figur sein kann und noch die Schienen, dann kannst du unfassbar geile Ego-Shooter-Schlachten dahinlegen, die du so in der Form in keinem anderen Shooter findest. Also allein wie vertikal die Level sind, du kannst ganz schnell zwischen Horizontale und Vertikale wechseln, mitten im Kampf. Und allein das war schon eine Erfahrung. Also ich muss auch sagen, ich glaube, ich werde alle 3 Teile nochmal zocken, ja, in der Collection. Richtig, auch Bock da natürlich nochmal den ersten. Ich bin nochmal dabei. Ja. Ich finde die Atmosphäre halt auch einfach so krass. Also ich bin ja eigentlich kein Horrorfan, aber Rapture war für mich schon sehr düster alles da unten. Und auch die Musik, die einfach total gut gepasst hat, das hat alles so gut zusammengespielt. Auch diese Creepy Little Sisters und alles, das war alles so, das hatte für mich so einen sehr seltsamen Touch, der mir aber irgendwie auch keine Angst gemacht hat, sodass ich es nicht weiterspielen kann, sondern eher so eine Art Neugierde einfach geweckt hat. Die haben es halt diese Balance halt ziemlich gut hinbekommen. Die Balance. Ja, die Balance. Die Luftballons. Balance. Ja. Die haben die Balance. Die Balance. Ziemlich gut hinbekommen, dass es eben für mich kein Horrortitel ist, sondern eigentlich sehr erträglich noch, sondern eher so ein bisschen anstachelnd. Hm. Ja. Ah, ich bin schon. Ja. Was? Das ging ja schnell. Okay, dann mein letzter Titel ist ein bisschen gemogelt, denn es ist nicht ein Spiel, aber das ist unser Video, können wir machen, was wir wollen. Und deswegen sage ich, ich freue mich generell auf PlayStation VR. Ja. Ich freue mich drauf, diese Brille endlich zu Hause zu haben, die ersten Games zu Hause zu haben. Und wenn ich mal so ein bisschen in die Zukunft blicke, wie es dann irgendwie noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr später aussieht. Ohne Scheiß, also ich sehe mich wirklich nur noch mit der Brille auf der Nase da sitzen. Und auch Spiele, die ich normalerweise, mit denen ich mich jetzt nicht länger beschäftigt hätte. Aber wirklich, ey, gebt mir meinetwegen eine, ich gehe abends durch die Straße bei Regen spazieren Simulation. Ja. Wenn das geil rüberkommt mit VR, dann spiele ich das auf jeden Fall. Wir konnten es ja auf der E3 ein bisschen ausprobieren. Und ich kann nur noch mal unterstreichen, also die allermeisten Spiele, die ich da ausprobieren konnte, die waren total geil, die haben mich echt geflasht. Farpoint fällt mir spontan ein. Und deswegen ist meine Vorfreude darauf immer weiter gewachsen. Also ich kann, ohne Scheiß, ich kann es echt kaum erwarten, so Dinge endlich zu Hause zu haben. Und es ist gar nicht mehr so lang hin. Es ist gar nicht mehr so lang hin. Ich freue mich da auch tierisch drauf. Ich hatte, am Kabel hängen geblieben. Wir hatten ein Batman VR Video, was wir nicht veröffentlicht hatten, weil da leider ein bisschen Gameplay auf dem Monitor zu sehen war, was leider nicht erlaubt war. Muss man Warner verstehen. Aber in diesem Video hatte ich gesagt, dass das meine erste PlayStation VR Erfahrung war und da war ich richtig weggebeamt. Also weil Batman VR ist, glaube ich, jetzt nicht so das spektakulärste VR-Spiel. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Aber es ist, wenn du sagst Farpoint, weißt du, ich glaube, da passiert einfach mehr. Du läufst und ballerst das Ding in der Hand. Und Batman VR war noch ein bisschen gediegener, sage ich mal. Man stand mehr, war ein Detektiv, hat einen Tatort untersucht. Aber allein das schon hat mich völlig weggeblasen, weil ich, wir wissen es alle, man redet immer drüber, man ist in dieser virtuellen Welt, guckt sich um und denkt so, ich bin da drin. Und mit diesen Move-Controllern lag da so ein Apfel auf dem Geländer. Ich konnte ihn nehmen und wegschmeißen, habe gekichert wie ein kleines Mädchen, weil das ganz intuitiv funktioniert und auch die Latenz nicht gegeben. Also die Latenz ist so gering, dass dir da auch nicht schlecht wird, so, sondern du guckst dich um und direkt kriegst du dann halt das Bild auf die Augen, sodass du denkst, so, du bist da drin und du wirst nicht schlecht. Das war krass. Und boah, wenn ich jetzt noch an die ganzen Spiele denke, die da kommen,
Also in erster Linie freue ich mich ja auf Cockpit-Spiele, weil da ist ziemlich sicher, da wird mir nicht schlecht. Ich werde da sitzen können und habe da keine Differenz zwischen meiner Körperwahrnehmung und dem, was ich sehe. Sowas wie Eve Valkyrie freue ich mich hier drauf. Die Battlefront X-Wing-Mission, ja, die wir geil gesehen haben auf der PK. Sowas, das wird super. Und ich freue mich auch auf Thumper. Da hast du ja, glaube ich, auch echt Bock drauf. Schaut euch mal an. Ich glaube, wir hatten es im letzten Livestream in den News drin, wo so ein Space Beetle über so Schienen eiert. Super schnell. Es ist total stroboskopartig, was da auf dem Bildschirm abgeht. Und es wird, denke ich mal, so eine Art Geschicklichkeitsspiel und Frequency Guitar Hero Musikspiel, wo es halt darum geht, diese dunklen Beats irgendwie alle zu treffen. Ja. Also das wird geil. Ist total Scheiß faszinierend. Super. Ja, okay, komm. Okay, komm, vergiss es doch. Ja, meine VR-Erfahrungen, die macht mir der gute Wolf Speer eigentlich immer kaputt. Weil er mich immer irgendwo wie alle hinschickt. Im Leben. Irgendwo hinschickt, wo ich überhaupt nicht hin will. Ja, Mann, die großen Stichwort Spiele. Resident Evil 7 oder auch Kitchen. Ja. Das sind halt so Sachen, da denke ich mir auch, nee. Doch, boah. Genau, doch, da denke ich die ganze, da denk ich die ganze Welt, ja, endlich. Und ich so, nope. Nein, voll geil. Nie stell wieder dir mal vor, es ist einfach, Space in VR. Ja, ihr werdet doch bekloppt. Da fallt ihr doch irgendwann um. Das wäre wahrscheinlich zu viel. Das wäre echt zu viel. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann das Level erreicht, an dem es wirklich zu viel ist. Weil bei allem sieht man es ja auch generell, selbst so minimalistische Spiele funktionieren viel intensiver auf einmal, weil man halt drinsteckt. Natürlich. Und wenn jemand dann Horror so richtig mies hinkriegt, sagen wir PT in VR oder so, ich bin so schon kaum um diese Ecke gegangen, als der Typ da stand, würde ich dann wahrscheinlich auch irgendwann sagen, ja, gut, aber das kann ja nicht heißen, dass solche Spiele nicht trotzdem produziert werden. Na, natürlich werden die produziert. Das ist ja auch das, was die Leute haben wollen. Absolut, ne? Aber absolut. Geil. Ja, absolut. Oh, nee, aber bei mir du hast gerade über Bioshock gesprochen. Stell dir mal vor, du kannst dich in Rapture tatsächlich umgucken. Du läufst wirklich in Ego-Sicht durch Rapture und hast das Gefühl, das ist ein echter physischer Ort. Also ey, für solche Geschichten. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass vermutlich die ersten paar Games, die rauskommen werden, die werden jetzt spielerisch vielleicht jetzt nicht so übermäßig tief. Also Thumper und Res ist ja irgendwie auch gleich zum Start dabei. Das sind ja sehr simple Spiele, die mehr so funktionieren, dass du halt quasi audiovisuell komplett weggeblasen bist, worauf ich mich total freue. Supergeil. Ja, und also ich glaube, dass eine Menge Entwickler jetzt richtig geile Konzepte in der Tasche haben. Und wenn sich das so allmählich durchsetzen sollte, ich glaube, das wird jetzt nicht so das ganz große Massenprodukt vom Start weg. Also ich meine, so der Preis, ich glaube, für die Technik ist ja schon angemessen. Aber trotzdem ist das ja irgendwie eine gewisse Stange Geld, die du da schon hinlegen musst. Und wenn du gerade erst anfängst mit dem Hobby zum Beispiel, dann kann ich mir vorstellen, dass VR vielleicht eine Sache ist, die du dann erstmal so ein bisschen weiter nach hinten verschiebst, wenn du dir erstmal eine PS4 holst und zwei, drei Games und so. Aber ich glaube, wenn sich das so allmählich, wenn das so ein bisschen Zug aufnimmt und so die Kassen echt klingeln und immer mehr Entwickler merken, ey, hier geht gerade was, da haben Leute richtig Bock drauf, lass uns mal gucken, was wir für richtig geile AAA-Titel mit VR-Unterstützung hinkriegen werden. Ey, also wirklich, ich sehe einer goldenen virtuellen Zukunft entgegen. Total, ich meine es voll ernst, ich glaube, ich werde noch seltener rausgehen als jetzt schon. Ich werde immer weniger Grund haben. Ja, ohne Scheiß, das wird herrlich, es wird geil, ohne Scheiß. Und ich meine, ey, es kommt ja so im Herbst, da ist es draußen dunkel und kalt und man hat einen guten Grund, drin zu bleiben. Von daher, wie für mich gemacht, voll ich geil. Ich sehe schon, dass wir die nächste E-Mail schreiben müssen an Sean Murray. Lieber Sean, wie sieht's eigentlich aus mit PlayStation VR und No Man's Sky? Ich glaube, da braucht er eigentlich, also wahrscheinlich eigene Server. Weil, also das muss eine Frage sein, die hat er bestimmt schon 500 Milliarden Mal gestellt bekommen. Die Leute wollen das wissen. Von daher braucht er meine Mail nicht auch noch. Aber jetzt mal ernsthaft, Sean Murray, ne? Kommt bestimmt noch. Ja, mach Dampf. Ja, das war mein letzter Pick. PlayStation VR. Jetzt komme ich zu meinem letzten Pick. Auch ein bisschen ungewöhnlich. Hat mich selbst überrascht, dass ich das jetzt genommen habe. XCOM 2. Also ich bin nicht unbedingt der Number One Strategiespieler so. Die sind mir meistens zu komplex und zu statisch. Aber XCOM 1, oder es heißt eigentlich nicht 1. Ich meine, XCOM gibt es schon viel länger. Aber das letzte XCOM, sage ich einfach mal, das fand ich super cool. Das habe ich auch mehrmals durchgespielt, weil es einfach super angenehm zu spielen ist. Es ist ja rundenbasiert. Ihr kennt es vielleicht, ne? Du hast so deine 6 XCOM-Soldaten und du kämpfst gegen eine außerirdische Bedrohung und du hast meistens eine gewisse Anzahl von Feldern, die du sie ziehen kannst. Und es geht dann immer abwechselnd, wenn du dann einen Soldat da positioniert hast und dann sind die Aliens am Zug und dann kommen die vorgerückt und wenn dann Sichtkontakt entsteht, dann wird er automatisch geballert. So ungefähr, das ist XCOM, um es mal ganz grob zu umreißen. Mir hat das deswegen eben so Spaß gemacht, weil es auch für mich als Strategiespiel und Taktik-Noob ganz einfach zu verstehen war und weil es einfach unheimlich befriedigend war, mit deinen aufgerüsteten Soldaten diese Spezialfähigkeiten einzusetzen und wenn die dann geballert haben oder eine Granate einfach sehr gut platziert, ziemlich viele Aliens in Mitleidenschaft gezogen hat,
Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Also auch, wie sage ich es? Es ist nicht so, es ist haptisch fast schon. Wenn die schießen und die Treffer schlagen einen bei den Aliens, weißt du, das ist auch so, eine, so recht befriedigend. Und die Stimmung generell, wenn du in diese Alien-invasierten Gebiete ihr wisst, was ich meine? Ja, ja. Gebiete, die von Aliens überrannt sind, die alle so in Schutt und Asche liegen und so und muss Zivilisten retten. Von der Stimmung her also auch super toll. Und XCOM 2 gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger für den PC. Ich habe es noch nicht gespielt, aber das kommt ja jetzt dann auch für die PlayStation 4 und da werde ich spielen und da werde ich mich sehr drauf freuen. Denn jetzt ist es so, es wird noch ein bisschen cinematischer, sage ich mal. Also die Geschichte wird noch durch aufwendigere Cutscenes erzählt und das heißt, das ist schon fast ein Sci-Fi-Thriller, den wir da zu sehen bekommen. Und es ist jetzt auch so, dass die XCOM nicht mehr irgendwie diese globale Beschützeraktion ist, sondern sie sind jetzt die Rebellen. Das heißt, die Herrschaft ist jetzt gerade bei den Aliens, die haben die Welt übernommen. Und wie wir es auch in mehreren Science-Fiction-Serien und Filmen kennen, an was denke ich gerade? VT-Außerirdischen? Zum Beispiel oder... Alf. Was war diese Science-Fiction-Serie mit 400 irgendwas? Haben wir alle nicht geguckt, aber war glaube ich auch so. 4400. Oder Defiance? 4400 hieß es. Ja. Die Leute, die entführt wurden, wieder zurück auf die Erde. Genau, also die Aliens haben die Erde übernommen und wir sind jetzt die Rebellen und haben auch keine Zuhause-Basis mehr, sondern wir haben so eine Art Sky Fortress, ein von den Aliens erbeutetes Schiff und fliegen dann immer von Einsatzort zu Einsatzort, müssen knapp Ressourcen sammeln, das Schiff verbessern und so dann versuchen gegen die Alien-Invasion zu kämpfen, die ja übermächtig ist, weil die sind auf dem ganzen Planeten. Jetzt habe ich doch ein bisschen mehr gelabert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr drauf, weil das ist einfach ein sicherer Gewinn, XCOM. Ey, ich glaube, ich werde den zweiten Teil auch mal anfangen. Ich habe... Jetzt spitze. Im Prinzip... Der erste war echt gut. Ja. Ich wollte es gerade sagen, also ich stimme dir bei allem zu. Mein Problem ist nur, ich habe zweimal versucht, den ersten durchzuspielen. Ach ja, genau. Und ich bin zweimal gescheitert. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie offenbar noch nicht so richtig die geistige Roadmap für mich gefunden, wie man heil durch das Spiel kommt. Zweimal haben mir die verdammten Vereinten Nationen den Stecker gezogen, weil wie ein nach dem anderen unterging. Und es ging mir so auf den Keks, weil ich bin ohnehin in so Spielen lieber der einsame Wolf. So. Das also, war im ersten das hat einsame mich, Wolf. Naja, aber das hat das mich echt genervt. Ich dachte, jetzt... Keine Panik, ich rette euch allen den Arsch, gebt mir einfach nur ein bisschen Zeit, ich brauche auch eure Hilfe nicht, alles cool, lasst mich einfach machen. Und irgendwann heißt es ja Game Over, weil Frankreich irgendwie jetzt auch noch sich zurückgezogen hat. Die Welt geht unter, aber wir geben dir kein Geld mehr. Fuck off, ey. Ich hätte doch alles gemacht, ey. Da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, also ich bin da auch kein Fan von, weißt du, es ist super schlimm, wenn du deine Soldaten hochzüchtest und bei einem Einsatz gehen alle drauf und die sind dann weg. Ja, also ich habe tatsächlich... das so gemacht, ich habe dann neu geladen. Kann ich verstehen. Weil das macht mir auch keinen Spaß. Und es gibt ja Leute, die spielen genau das und haben da drauf Bock. Die spielen diesen Ironman-Modus, wo du eben nicht neu laden kannst und du musst mit den Konsequenzen leben. Das ist mir auch ein bisschen zu hart. Aber generell, ich mache mich da ein bisschen schlau, was man zuerst am besten baut und versuche mich da auf sicheres Terrain zu geben. Und bei XCOM 2 ist es auch so, dass du eigentlich, du musst zwischen mehreren Einsätzen wählen. Oder nicht einsetzen, sondern... Die Aliens planen immer mehrere Aktionen gleichzeitig und du hast nicht alles auf einmal retten. Genau, du hast gleichzeitig immer drei Sachen zur Auswahl, wo du sie jetzt stören möchtest. Möchtest du sie beim Abbau von Ressourcen stören? Möchtest du die bei Kampfgefechten stören? Aber du kannst nie diese drei Sachen gleichzeitig machen. Das heißt, du hast immer die Wahl zwischen Pest und Cholera und wählst nicht zwischen was ist am besten, sondern mit welchen Konsequenzen kann ich am besten leben. Was ist am wenigsten schlimm? So, also dieses Unwohlsein wirst du wahrscheinlich dann doch immer haben. So, fuck, ich kann nicht perfekt spielen. Aber es bleibt immer, glaube ich, in einem Rahmen. Ja. Und, es hat mir zumindest im ersten Teil immer die Möglichkeit gegeben, es auch noch für mich angenehm zu gestalten. Und wer es hart will, der spielt halt irgendwie ganz schlimm. Und ja, also mir geht es ja auch nicht ums perfekte Spielen. Und vielleicht ist es im zweiten noch ein bisschen verfeinert. Aber also beim ersten zum Beispiel, deswegen bin ich gescheitert, war es so, ich habe jedes Mal zu wenig Satelliten gebraucht, weil mir nicht ganz explizit klar war, dass es ohne die wirklich absolut überhaupt gar nicht geht. Ja. Und da würde ich mir wünschen für den zweiten Teil, dass das Spiel das so ein bisschen kompensiert. Also mir ist schon klar, dass mein Leben dann schwieriger wird, wenn ich ein paar Aufgaben nicht erfülle. Mir hat es aber nicht so gut gefallen, dass es dann unweigerlich irgendwann echt Game Over heißt, einfach ganz banal, weil mir zwei Satelliten gefehlt haben. Da hätte ich mir irgendwie eine schönere Balance gewünscht. Und wenn das im zweiten Teil auch so ist, dass selbst so ein Trottel wie ich, der ganz viel Fehler macht, aber dafür vielleicht irgendwie sich noch mehr anstrengend bei Kämpfen. Wenn du damit trotzdem dann durchkommst und am Ende die Welt rettest, dann bin ich voll an Bord. Also ich glaube, dann werde ich XCOM genauso feiern wie alle anderen. Okay, das mache ich auch. Ja. Ja, mein letzter Titel und der letzte Titel auf unserer Liste damit ist eine alte Kamelle und zwar Resident Evil 4. Yay! Yay! Und alle so, yay!
und ich genau. So ein... Oh. Man beschwert sich immer drüber, oh, ey, Neuauflagen und wir ja, gehen voll ab. Und es ist auch wieder nur ein Re-Release, ist nicht weiter verändert, ist halt nur auf die neue Auflösung gebracht und jetzt Teil dieser Reihe, in der sie ja gerade Teil 6 und Teil 5 schon re-released haben und dann folgt dann jetzt 30.09. glaube ich auch der vierte Teil. Und unter anderem, weil wir ja gerade den fünften Teil hier nochmal angespielt haben und ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir der noch gemacht hat. Ich mich aber noch mehr auf den vierten freue. Einfach generell ist das Ding verschrien als eines der besten Spiele seiner Generation. Einige Leute sagen aller Zeiten. Ich fand ihn ein bisschen überhyped damals, aber zweifelsohne hat der einfach Spiele geprägt wie nur wenige andere Titel. Der hat einfach definiert, wie sich Third-Person-Shooter spielen. Das hat wieder andere Spiele beeinflusst, die dann die nächsten Resident Evil-Teile beeinflusst haben. Und ich habe eigentlich bei keinem anderen Spiel das so sehr wie bei dem, dass ich immer wieder mal zwischendurch, während ich was anderes spiele, an so eine kleine Szene denke und denke, welches Spiel war? Ach, das war in Resident Evil 4. Ich kann das aber nicht mehr so richtig in Kontext tun. Ich weiß nur noch, da war so eine Szene und irgendwie hatte ich Spaß dabei. Und ich habe den Titel seit dem Release damals auf dem GameCube noch nicht mehr gespielt. Und es wird so ein bisschen wie ein neuer Titel für mich sein. Natürlich mit Aha-Effekten und so, aber ich kann mich an die Story und so überhaupt nicht mehr erinnern. Und da bin ich richtig gespannt drauf. What are you buying? Ja, ja. Genau. Ey, das wird total geil. Ich habe auch richtig Bock drauf. Am meisten freue ich mich eigentlich, wie es schon quasi seit der ersten Version war. Ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, irgendwie, ich glaube, dreimal auf verschiedenen Systemen gespielt. Und jetzt kommt irgendwie noch eins dazu. Oh mein Gott. Aber das Geilste ist halt tatsächlich so der Anfang. Ich finde wirklich dieses Setting mit dem Dorf, das ist irgendwie... Brauner Wald, Herbst. Man kann es nicht mehr hören und alle denken dran und es ist noch nicht mal originell, das nochmal zu betonen, aber ich betone es trotzdem nochmal, weil es einfach stimmt. Das ist irgendwie mit der geilste Einstieg in so ein Horrorspiel, den ich mir nur wünschen könnte. Und ich finde es manchmal schade, dass so wenig Spiele das Potenzial von gerade diesem Setting gesehen haben. Dieses Unwohlsein, wenn du in so eine abgeschiedene Gemeinschaft, Gesellschaft kommst, die so was sehr Rustikales noch hat, als wäre die Zeit nicht so richtig hinterhergekommen und du bist der Fremde. Ja, und du weißt nicht so richtig, was los ist, aber du spürst, wie sich so langsam wie alles um dich zusammenbraut. Ja. Also darauf freue ich mich jedes Mal bei Resident Evil 4 wieder. Also ich brauche nicht das 100. Militärlabor und ich brauche keine Abwässer und ich brauche nicht irgendwie die dunkle Schule und das Krankenhaus. Gebt mir dieses seltsame Dorf, was irgendwo versteckt im Wald liegt mit seltsamen Kultisten. Und ich bin voll im Himmel. Und darauf freue ich mich extrem. Und ich werde es auch nochmal durchzocken, definitiv. Ja, ja ich auch. Also ich habe das ja tatsächlich 15 Mal schon durchgespielt. okay. Und zwar immer, immer nur aus dem Grund, das hat mir einfach so... Du hast schon Suchtprobleme. Ja, also nee, ja. Resident Evil 4 war damals ja auch ein Spiel, wo du die Waffen ins New Game Plus mit übernehmen konntest und hast dann immer wieder Geld gesammelt, hast verkauft, hast die aufgerüstet und so. Das macht mir halt immer Spaß, wisst ihr. Und deswegen, das war dann so ein das klingt negativ, so ein Langeweile-Spiel, so, weißt du, das hat man so aus Gewohnheit gespielt, weil ich da einfach so drin war. Es hat mich total geholfen, mich zu entspannen. So weißt du? Und deswegen habe ich das wirklich 15 Mal durchgespielt. Und werde es dann jetzt wahrscheinlich auch ein 16. Mal durchspielen, wenn das Remaster kommt. Weil ich finde auch, wie du, das Dorf finde ich klasse. Aber ich finde auch die anderen Locations cool. Mich hat zum Beispiel damals echt überrascht. Ich habe das Dorf durchgespielt, sage ich mal. Bürgermeister und so, da war Schluss. Da dachte ich, boah, das war ganz schön geiles Game. Es kommt bestimmt bald das Ende. Blödsinn, das war quasi der Anfang. Und dann musstest du die Disk wechseln. Dann musste ich die Disk wechseln und dann kam noch die Burg und dann kam noch die Insel und dazwischen auch noch was. Da habe ich gedacht so, boah, das ging, glaube ich, 24 Stunden oder so, das Spiel. Und ich glaube, das ist eher normal so, aber für mich war das damals unfassbar lang. Und das war einfach so lang und von vorne bis hinten geil. Ich bin mal gespannt, ob das heute noch so genauso zieht, ob man diese Werte heute noch erkennen kann, auch für Leute, die es noch nicht gespielt haben, weißt du? Oder die sagen, ich weiß gar nicht, was ihr da drin so geil findet. So. Ja, hast du Bock drauf, ne? Ja, total. ja. Also, wird schön. Ist, glaube ich, echt eines der besten Spiele seiner Generation. Würde ich auch so sagen. Ob es heute noch funktioniert, muss man dann sehen. Ja. Ganz genau. Ich glaube, dann hätten wir es, ne? Ja, sind wir durch, ne? Oder? Oh ja. Ja. Es kommen natürlich noch sehr, 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 sehr viel mehr Spiele im nächsten halben Jahr raus. Aber das sind so viele, die kann man gar nicht alle aufzählen. Da werden wir Tage beschäftigt. Da würden wir hier uns tot diskutieren und tot labern. Aber das war doch mal eine schöne Auswahl, finde ich. Ja, und ich meine, wie immer, der Kommentarbereich, den haben wir ja nicht aus Jux und Dollerei. Ihr könnt euch ja gerne da betätigen und natürlich eure Top-Titel oder kommenden Top-Titel des Jahres 2016 aufschreiben. Wir lesen es gerne und mal gucken, wem ihr hier zustimmt oder ob ihr noch völlig andere Sachen habt. Lass uns mal überraschen. Ja, wird spannend. Wird spannend. Macht's gut. Ja. Tschö. Tschüss.
Naja, es ist eigentlich ganz einfach. Da steht ein Mann, der leitet einen Weltkonzern. Dieser Mann hat klammheimlich im Jahr 2014 ein Studio gründen lassen unter der Flagge von Square Enix mit dem Auftrag Make JRPGs Great Again.